Was erwartet uns in der Tiefe? Neue Lebensarten, eine einzigartige Unterwasserpflanzenwelt oder das karge Nichts? Der Platz scheint gut gewählt, denn nicht nur wir, auch seltene Weißkopfseeadler gehen hier auf Fischjagd. Robert ist sich der Gefahren bewusst. Er will diesmal in völlig unbekannte Tiefen vordringen. 40 Meter, eigentlich viel zu tief für Freizeittaucher. Doch er hat beim Militär ein Spezialtraining absolviert. Krokodile? Kein Problem, meint die Crew. Für die ersten Bilder vom Grund des Sees nimmt Robert unsere Kamera mit hinab. In der Tiefe zunächst bizarre Felsenformationen und jede Menge Regenbogenfische. Richtig bunt belebt für einen Süßwassersee, auch wenn manche Salzwasserriffe mehr zu bieten haben. Roberts geschulter Blick ist fixiert auf etwas, das uns und die Wissenschaftler an Land interessiert. Da, diese gelb gepunkteten Fische, die sind es, auf die Robert es abgesehen hat. Als hätten sie es geahnt, blitzschnell sind sie wieder verschwunden. Die Jagd geht weiter. Robert will bessere Aufnahmen von den neuen Fischen. Doch in diesem Aquarium tummeln sich zu viele andere Arten. Über Wasser eine andere Jagd. Eine Patrouille informiert uns: Krokodilalarm. Viele Echsen haben sich im südlichen Teil des Sees zusammengerottet. Die Boote auf dem See werden sicherheitshalber gewarnt. Unter Wasser sucht Robert weiter nach der gelb gepunkteten Spezies. Kurz erscheint der Fisch wieder im Blickfeld. Zu kurz. Wie gewonnen, so zerronnen. An den Uferzonen braut sich derweil was zusammen. Noch sind die Echsen über 100 Meter von unserem Tauchplatz entfernt. Robert bleibt ganz ruhig. Richtig ernst wird es erst, wenn die Tiere näher kommen. Nach einer Stunde Tauchzeit muss er jetzt sowieso langsam auftauchen. Auch den Seeadlern sind die vielen Krokodile nicht geheuer. Sie ziehen sich genauso zurück wie wir. Robert ist zufrieden, aber nicht glücklich. Wir können es verstehen. Erstmals haben wir klare Hinweise auf eine weitere, bislang unerforschte Barschart erhalten. Doch wir alle hätten gerne noch mehr spektakuläre Bilder gehabt. Die Spur ist aufgenommen, die Jagd aber noch nicht beendet. Manöverkritik. Das hätte schlimm ausgehen können, da haben wir aber echt Glück gehabt. Stimmt schon, toll, dass wir diesen Fisch gefilmt haben. Aber in der nächsten Zeit sollten wir hier besser nicht tauchen, das ist zu gefährlich. Wir sollten es woanders nochmal versuchen. Gefahr und Erfolg liegen im Malawisee ganz dicht beieinander. Wir haben zwar jetzt ein erstes Bild von einer wohl unbekannten Fischart, doch den Wissenschaftlern genügt das nicht. Morgen wollen wir es erneut versuchen. Richtig dickes Glück hatten dagegen andere. Die Fischer von Cape McLear sind heute mit einem guten Fang zurückgekehrt. Deutlich mehr als sonst. Wahrscheinlich haben die Krokodile, die uns gestört haben, die Fische genau in die Netze der Fischer getrieben. Fast alle der 11 Millionen Menschen in Malawi leben irgendwie vom See. In Malawi muss keiner hungern, aber oft reicht es eben nicht zum richtig Sattessen. Da ist ein guter Fang ein kleines Freudenfest und auch wichtiger als alle wissenschaftlichen Entdeckungen, wie der Fischer George erklärt. Satt geht eben vor. Wie Sie sicher wissen, hat unser Land wirtschaftliche Probleme.
Unsere Technik beim Fischen ist rückständig. Deshalb fangen wir oft zu wenig mit unseren Kanus. Zu Tausenden fahren die Fischer täglich in ihren Einbäumen raus, um vom See zu leben. Krokodilen, Hippos und allen anderen Gefahren zum Trotz. Manchmal gehen ihnen auch neue Arten ins Netz. Die landen nur selten bei den Wissenschaftlern, meistens im Kochtopf. Egal, wie besonders diese Spezies für die Evolution auch sein mag. Viele werden gleich so an der Sonne gedörrt und dann verspeist. Es gibt diese Fische seit Millionen Jahren. Insofern werden diese Genossen hier sie auch schon mal probiert haben. Homo rudolfensis und Co. Für die Fischhändler und Fischfänger mag der See lebenswichtig sein. Für die Menschheit ist er unbezahlbar. Er ist für die Evolution so bedeutend wie Apple und Microsoft für die Computerindustrie zusammen. Hier am See hat alles irgendwie seinen Anfang. Das Klima hat nicht nur besondere Fischarten herausgebildet, so Friedemann Schrenk vom Forschungsinstitut Senckenberg in Frankfurt am Main. Viel wichtiger ist, dass in der Seeregion am afrikanischen Grabenbruch wohl die allerersten Menschen der Welt gelebt haben. Der Malawi-Graben ist eine der Wegen der Menschheit in Afrika. In Malawi haben wir die ältesten Reste der Gattung Homo, also unserer eigenen Gattung Mensch, entdeckt. Die haben dort vor 2,5 Millionen Jahren gelebt, Homo rudolfensis. Und gleichzeitig ist dort eines der Zentren der Entstehung neuer Menschenarten. Spektakuläre Knochenfunde an den Uferbereichen des Sees stützen diese Erkenntnisse. Seitdem graben Professor Schrenk und seine Mitarbeiter weiter. Mal finden sie einen 2 Millionen Jahre alten menschlichen Backenzahn, mal Abdrücke längst ausgestorbener Tierarten. Inzwischen wurde ein dauerhaftes Grabungscamp eingerichtet. Professor Schrenk koordiniert die Forschungen von Frankfurt aus. Die Wiege der Menschheit steht in Malawi. Das kann letztlich nur eines bedeuten. Wir alle müssen wohl unsere ältesten Vorfahren in dieser Seeregion suchen, dem wichtigsten Bindeglied in der Evolutionsgeschichte. Möglich wurden die Skelettfunde durch besondere geologische Phänomene. Das, also diese rote Schicht, die hier noch auf der Oberfläche lag, die ist jetzt hier bereits nach unten abgesunken. Ja? Und die nächste Schicht ist drauf, ja? Nächste Gesteinsschicht. So und so wäre das eigentlich weitergegangen, vor 2,5 Millionen Jahren. Haben dann die ersten Hominiden da gelebt, der See war schon ein bisschen größer und normalerweise wäre das abgesenkt gewesen. Aber vor einer halben Million Jahren, ungefähr vor 400.000 Jahren, ist das Ganze zusammengepresst worden. Ja? Also von Nordosten und Südwesten, sodass dann der See abgeknickt ist und diese Schichten, die bereits versenkt waren, wieder herausgehoben wurden. Ja? Und die sind jetzt an der Oberfläche und deswegen können wir jetzt heute da die Fossilien finden. Auch am Max-Planck-Institut in Leipzig sind die Anthropologen fasziniert von der Region rund um den Malawisee. Allen voran Professor Jean-Jacques Hublin. Am Institut für evolutionäre Anthropologie hat der gebürtige Franzose einen echten Knochenjob inne. Er muss aus winzigen Funden am afrikanischen Grabenbruch das große Ganze herstellen. Eine echte Kopfarbeit, denn hier werden aus kleinsten Knochenfragmenten realistische Schädelrekonstruktionen der ersten Menschen hergestellt. Die Knochenfunde werden digitalisiert, dann technisch aufbereitet und mit 3D-Effekt ausgestattet. Die Ergebnisse sind verblüffend. Wie in einem Puzzlespiel können verschiedene Varianten ausprobiert werden. Sobald dann eine Knochengesichtshälfte von den Funden aus Südostafrika vorliegt, wird diese gespiegelt und fertig ist das komplette Schädelraster. Et donc tout au long de cette région, plusieurs équipes de recherche déploient leurs efforts. In dieser Region haben wir viele Teams von Wissenschaftlern, die sehr angestrengt und intensiv forschen. Et même des espèces nouvelles complètement inconnues d'hominidés. Es wurden auch wirklich spektakuläre Funde gemacht, sogar von bis dahin völlig unbekannten Hominidenarten. Wir haben eine große Vielfalt an unterschiedlichen Arten dort, die uns heute ein sehr differenziertes Bild liefern. Früher galt das alte, sehr traditionelle Bild der Linie von einem Schimpansen, der auf zwei Beinen geht, bis hin zum schönen und modernen Menschen, so wie wir heute sind. Heute betrachten wir die gesamte Entwicklung sehr viel komplexer. Wir versuchen insbesondere in dieser Region die Frage zu beantworten, in welcher Art und Weise die Umwelt eine Rolle gespielt hat.
aber auch, warum einige Arten überlebt und sich weiterentwickelt haben, bis hin zum aktuellen Menschen und warum andere Arten ausgestorben sind.